riecht. Ja, heute mit dem FDP Mobil wieder unterwegs und heute hoher Besuch, nämlich unser Mitglied des Landtags, Dr. Helmut Kaltenhäuser. Hallo Helmut, schön, dass du heute dir den Termin freigehalten hast, dass du hier zu uns gekommen bist. Vielen, vielen lieben Dank. Du hast nicht das beste Wetter mitgebracht. Hab mich bemüht, meine Beziehungen nach oben sind nicht so gut. Okay, okay. Du hast schon ein bisschen mitgekriegt, wir sind so ein bisschen untriebig hier im Landkreis und kämpfen für die liberale Sache. Und jetzt stehen wir hier in Kleinholbach in der Seehecke, das ist ja so ein Einkaufsareal. Und gerade Einkaufen ist ja so eine Sache im ländlichen Raum. Mhm. Was haben wir Liberalen da für eine Haltung oder wofür kämpfen wir da? Kannst du da ein bisschen was sagen? Ja, wir sind natürlich grundsätzlich erstmal dafür, dass man das sozusagen so lokal wie möglich hält. Mhm. Das ist hier schon ein Grenzfall, dass ich sozusagen am Rande des Ortes so ein großes Gewerbegebiet habe. Aber wenn ich alles zusammen habe, macht es dann auch wieder Sinn. Mhm. Aber die Zielsetzung soll schon auch sein, um den Ort auch lebenswert zu halten, auch für Leute, die nicht mal ganz so mobil sind, möglichst zumindest fußläufig oder wenn es denn sein muss, mit ÖPNV zu erreichen. Mhm. Das ist schon unser Ziel, diesen ländlichen Raum, diese ländlichen Strukturen so weit wie es geht zu halten. Mhm. Wie kriegt man, du bist ja direkt im Bayerischen Landtag, ist das auch Thema da? Ja, das ist ein ganz massives Thema, muss ich sagen. Wobei sogar durch unsere Fraktion ein kleiner Bruch geht zwischen den Leuten, die aus München und Oberbayern stammen und den restlichen, die aus den anderen Bezirken stammen. Die aus den Bezirken kennen alle diese Frage, die dann natürlich immer wieder gestellt wird. Mhm. Ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs. Wir haben schon immer wieder viele Fragen gestellt, auch wenn die Freien Wähler sich immer das Thema zu eigen machen wollen. Aber man stellt immer wieder fest, dass da manchmal die besseren Vorschläge aus unserer Seite kommen. Mhm. Okay, sehr schön. Wir haben ja so unsere vier Kernthemen. Transparenz, Digitalisierung, Mobilität und Jugend und Bildung. Und das Thema Jugend und Bildung ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und wir versuchen da natürlich auch den ländlichen Raum attraktiv zu machen. Ich habe so eine Vision, dass wir, der Bayerische Untermain, zu den Top 3 Regionen in Bayern gehören, 2025. Mhm. Mutig muss man ja mal sein und ich habe viele Ideen dazu. Wie ist das Thema Jugend? Wie ist das Thema ländlicher Raum? Wir wissen, es gibt eine Initiative im Gesundheitswesen, dass man junge Ärzte aufs Land holen will. Ist ja auch ein Punkt. Hm. Wir sagen ja, wir wollen die weltbeste Bildung. Was ist da so im Landtag mitzukriegen? Weil wenn ich dich schon mal als Impulsgeber aus dem Landtag da habe, dann möchte ich das natürlich. Ja, also Gott, bei der Bildung ist natürlich das Problem, dass ich einerseits spätestens, wenn ich sozusagen von der Grund- und Mittelschule weggehe, natürlich schon irgendwo in Zentren gehe, weil ich kann nicht ein Gymnasium in jedem Dorf haben. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich natürlich versuchen, dass ich die Leute irgendwo auch im Ort halte, insofern, dass ich eine Verbindung dorthin schaffe, eine gute Verbindung, dass die Schüler auch dorthin wechseln können und nicht auf Dauer sozusagen dann wegziehen, auch wenn sie dann spätestens in irgendwie eine Ausbildung kommen. Gut, selbst wenn sie ins Studium kommen, das so attraktiv zu halten, dass sie wieder zurückkommen. Mhm. Das ist natürlich das eine. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt beim Grundschulbereich bin, sind wir schon dafür, dass wir den Grundschule so weit wie möglich eben vor Ort lassen. Ich persönlich bin auch ein Fan davon, durchaus mal jahrgangsübergreifend zu unterrichten. Ich weiß, was das für eine Herausforderung ist für Lehrer. Manche machen das gern, manche lehnen das massiv ab. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass also da die soziale Komponente mindestens so wichtig ist wie das reine Wissensvermittlung. Definitiv, also da stimme ich dir 100% zu. Ich kämpfe ja für eine Coding School, weil ich sage, dass wir die jungen Menschen dahingehend befähigen müssen, dass sie nicht nur wissen, wie es vor dem PC aussieht, sondern auch, wie es dahinter aussieht, also was KI bedeutet, was Robotik bedeutet, was Automatisierung bedeutet und auch die ethischen Fragen, also auch die Fragen der Entscheidung, die ja immer noch durch uns gegeben werden und durch uns festgelegt werden müssen. Und wir da einfach auch Kompetenzen brauchen, dass wir auch bewusst sagen können, das geben wir ab und das lassen wir bei Menschen. Jetzt hast du ein anderes Steckenpferd, so ein bisschen im Landtag. Ja gut, also natürlich ist der Finanzbereich bei mir
naturgegeben, auch wenn ich mit Digitalisierung meine Karriere angefangen habe und am Schluss das tatsächlich wahrscheinlich wieder beendet habe, meine berufliche. Aber dazwischen waren 25 Jahre Finanzbereich, natürlich des Haushalts und Finanzen das ganz entscheidende Thema. Und Gott, wenn ich im Bereich irgendwo Bildung unterwegs bin, spielt immer Geld die große Rolle, ist ganz klar. Wobei man schon zugeben muss, dass in Bayern relativ viel investiert wird, auch in den Kommunen ist Bildung eigentlich ganz selten ein Streitthema. Man kann darüber streiten, ob die Schule jetzt noch das eine oder andere goldenen Wasserhahn haben muss. Nein, aber insgesamt geht es also parteiübergreifend schon eine ganz große Wichtigkeit. Wir haben eher das Problem, dass wenn wir jetzt noch, 500 oder 1000 Lehrerstellen beschließen, die Lehrer schlicht einfach nicht da sind. Mhm. Zumindest in bestimmten Gebieten. In den MINT-Fächern ist es ein ganz großes Problem. Und gleichzeitig haben wir aber auch gerade hier in Miltenberg oder Aschaffenburger Raum ist es ganz wichtig, dass wir viele Lehrer, die gerade ihr Referendariat fertig haben, verlieren, weil sie nicht bereit sind, nach Oberbayern zu gehen, wo vielleicht ein größer Bedarf ist, sondern sie wird teilweise verlieren nach Hessen und Baden-Württemberg. Das finde ich ein ganz großes Problem, muss ich sagen. Da habe ich schon mehrfach nachgefragt, fällt dem Kultusministerium nichts ein. Also irgendwie eine Lösung zu sagen, na, dann selbst wenn ihr weniger Gehalt kriegt, könnt ihr aber in Bayern bleiben, statt dass ihr nach Oberbayern müsst. Also solche Dinge sind schon Diskussionen, die wir auch ganz speziell hier haben. Also habe ich schon mehrere Initiativen gestartet, aber so richtig erfolgreich ist das nicht, weil das Ministerium sich da relativ stur stellt und sagt, wenn sie nicht bleiben wollen in Bayern, dann sollen sie eben gehen. Was auch finanziell gesehen ziemlicher Unsinn ist. Okay. Ja, finde ich auch. Gut, danke für die kleinen Einblicke. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal so hier im Einzelhandel und gucken mal, was die Leute so, ob die mit uns ins Gespräch gehen wollen. Ich sage danke, dass du uns heute unterstützt. Ich freue mich darüber, wirklich wie Bolle. Noch hält es. Schauen wir mal, wie lange noch. Also vielen lieben Dank, danke, dass du da warst. Und, sehr gerne. Jetzt gehen wir mal wandern. Genau. Dankeschön.